bin heute in Hof bei Strahn im Gasthaus Bock, ein altes, legendäres Gasthaus. Ich habe da was Besonderes in der Hand. Das Gebetbuch des Dorfes heißt das normalerweise, das Kartenpackel. Du veranstaltest dieses Preisschnapsen, glaube ich? Seit drei Jahren. Und wie viele Leute nehmen da teil? Zwischen 20 und 30, aber zu ein paar mehr, aber ein bisschen weniger. Und was hat das für einen Sinn? Kann man da was gewinnen? Oder? Ja. Es werden Geldpreise ausgespielt und man hat da etwas kleinere Preise zusammengesammelt und diese werden auch verlost. Es bekommt jeder einen Preis. Wird da gestritten auch oder geschwindelt? Ich habe keine Ahnung. Gestritten nicht und ich hoffe, dass nicht geschummelt wird im eigenen Interesse. Wir haben ja einleitend schon gesagt, das Gebetbuch des Teufels ist überhaupt das Kartenpackel. Schnapsen kommt, der Ausdruck wahrscheinlich, weil man um Schnaps gespielt hat. Das Kartenspiel an und für sich hat einen langen Teufelsschwanz. Das heißt, ja, es sind viele Familien sind ins Unglück gestürzt worden, eben durch die Sucht, durch die Kartensucht des Mannes. Das Kiebitzen ist auch bekannt, das sind die, die immer hinten reinschauen und alles besser wissen. Das Bummerl ist eben ein Spiel. Und interessant ist, das Ass wurde früher als Schwein bezeichnet. Also zum Ass hat man Schwein gesagt und von dort kommt auch der Glücksbegriff. Wenn du Ass hast, hat der Schwein gehabt, hat Glück gehabt und darum ist das Schwein zum Glückssymbol geworden. Wenn einer lang überlegt, schieb auch, hat er gesagt, so ist der Spruch dazu. Es gibt dann noch das Stockschnapsen und wenn einer gute Karten hat, sagt er meistens, jetzt geht die Uhr richtig. Und der Kleinschuster, der Polizist hat mir gesagt, sein Vater hat immer gesagt, wenn er ein gutes Blattl gehabt hat, jetzt müssen alle Gewehr beim Rathaus abgeliefert werden. Das hat geheißen, du hast keine Chance, meine Karten sind zu gut. Es gibt da, du hast mir schon vorher einige Ausdrücke gesagt über Schnapsen. Was gibt es da für die Sprüche zum Beispiel? 20er, 40er, ich weiß es nicht, was alles. Wer zutraut ist, ist einmal das Erste. Also das ist einmal eine von den Aktionen, die man machen kann. Nicht? 20er, Ansagen 40er. Gibt es da eigene Bezeichnungen dafür? Eigene das Sprüche? Ist, glaube ich, das ist regional und wie man es von daheim vielleicht mitgekriegt hat, wie von meinen Vatern, der hat eigene Sprüche gehabt dafür. Es ist total verschieden. Ja, was hat der zum Beispiel gesagt? Der hat zum Beispiel gesagt, spielen wir ein Bummerl und ein Pipperl und ein 50er. Nicht? Das war früher Schilling halt. Nicht? Und das Pipperl ist ein Händel. Das Pipperl ist ein Händel und ein 50er extra, 50 Schilling extra noch drauf. Nicht? Das war so, damit es ein bisschen einen Wert hat, das Spiel. Nicht? Dass man sich halt auch nicht gehen lässt und ordentlich spielt. Nicht? Ja, und dann gibt es halt andere Geschichten, was haben wir da noch gehabt. Ja. Hat dein Vater nie was erzählt? Er war auch Polizist, ein legendärer Polizist, muss man dazu sagen. Hat er nie was erzählt? Damals war ja das Kartenspiel und Geld und so weiter ja verboten. Hat er da nicht Kontrollen machen müssen? Wie war das? Mein Vater hat mir eigentlich, bis auf das, dass er mich ständig zum Baumgarten eingeschleppt hat, nicht, in Völkbach, in das Gasthaus, zum Billig, zum Kartenspielen zuschauen, hat er mir nie irgendwie gesagt, dass was verboten wäre. Das hat man auf der anderen Seite mitgekriegt. Und natürlich ist nicht alles verboten, weil Schnapsen, Präferenzen, das sind alles erlaubte Spiele, wo alle Karten am Tisch kommen. Und das sind keine, also das Färbeln, das ist verboten gewesen, was ich weiß. Und andere Geschichten kann ich mir nicht, also kann ich mich erinnern, das bin ich jung. Nicht? Ja, das Färbeln war verboten. Verboten, ja. Ja, das ist aber sehr viel gespielt worden. Ja, da war ich, bin ich nicht kundig. Ja. Das kann ich nicht. Aber der Meier Franzi? Meier Franzi, ja. Jetzt habe ich noch an dich ein paar Fragen. Du bist ein bekannter Kartenspieler auch, gell? Ich spiele auch gern, ja. Sagen wir es halt zur Unterhaltung, ja. Nicht wegen Gewinnen unbedingt. Und man lernt immer Leute kennen, sagen wir so, wie der neue Schnapser. Nimmst du an verschiedenen so Preisschnapsen teil? Ja, mehrere eigentlich, ja. So 6 bis 10 im Jahr ungefähr, eh noch.
Veranstalter, nicht? Über was ist so in der näheren Umgebung. Vor Ackersburg bis Straden und Murig, da in der Gegend. Und gewinnst oder verlierst, oder wie schaut das aus? Früher habe ich mehr gewonnen, jetzt gewinne ich nicht mehr viel. Jetzt bin ich schon älter, merke ich mich nicht mehr so viel. Aber ich spiele trotzdem noch gern, nicht? Ja. Da haben wir schon ein paar Leute gesagt, der Meier, der spielt sehr langsam. Ja, das war vielleicht ein anderer Meier. Da haben wir früher mal gespielt, da waren drei Meier. Da war einer, der war schon über 70 Jahre. Der war so, damals wie ein Jungschnaps, aber mit 30. Also ich spiele jetzt schon ungefähr 35 Jahre. Ja, wir schauen jetzt zum Schiedsrichter. Der Alois Frau Wallner ist das. Und werden wir mal fragen, was er überhaupt für Aufgabe hat. So, du bist der Schiedsrichter. Ja. Frau Wallner, von wo bist du? Ich bin von Gnasser, geboren in Gnasser. Ja, und die haben wir auf Straden übergehört. Hof bei Straden. Was hast du da für Aufgabe? Du hast eine Pfeiferl umgekehrt. Ja, für was hast du die Pfeiferl? Dass die Leute alle kommen bei meinen Nummern zum Ziehen. Zum Beispiel 1-1, weil sonst wissen sie nicht, wer gegen wen spielt. Die werden zusammengezogen. Ja. Die werden zusammengelost. Ja. Und gewisse Nummern, hast du da immer zwei Nummern drinnen? Ja, was? Zwei Nummern, 2-1, 2-2, 2-10er. Und die spielen gegeneinander? Ja, richtig. Und dann werden wieder neu gesammelt, dann wird die nächste Runde wieder neu ausgelost. Wie oft muss einer spielen? Spielen sie mindestens mal 5-mal, wenn er 5-mal verliert, ist es ausgeschieden. Weil er 5 Nennungen hat, nicht? Und spielen kann er bis 15 Runden, solange er es auch gewinnt hat. Und der Sieger hat ungefähr wie viele Runden gespielt? Der? 17 Runden. 17 Runden? Ja, ist bis jetzt immer so gewesen. Also ja. Der muss 17 Mal gewinnen? Ja. Nein, 17 Mal muss er nicht gewinnen. Urkarten muss nachher letzt überbleiben. Das ist die Siegerkarten. Es wird so lange gespielt, bis keiner mehr Karten hat. Ja. Und machst du das oft, jetzt so ein Schiedsrichter? Ja, da wird es sicher, jetzt haben wir das dritte Mal beim Sportverein sowieso. Dann gehst du aus Wien beim Bulldog wird da. Und ja, so haben wir 500 Mal haben schon sowas gemacht. 500 Mal warst du Schiedsrichter? Ja, 30 Jahre lang sind wir. Ist Kraft da geworden manchmal? Nein, das nicht, aber fertig wird es noch Mitternacht ein bisschen. Um 10 Uhr, so wenn wir schon in Glasland geschaut haben. Noch wird es gefährlich ein bisschen, ja. Und dann musst du als Schiedsrichter eingreifen? Ja, ein bisschen einschreiten, ja, weil dann vergisst schon einen 20 und dann sagt man an, was er gar nicht hat, nicht? Ja. So fangen wir es auch noch an. Ja, weil er die Karten nicht kennt, was er macht. Und für was hat das Pfeiferl da? Ja, das hören wir, wenn es wieder losgeht. Weil es los nicht, oder ich kann es nicht immer schreien. Aha. Du hast auf letztes keine Stimme mehr. Ja. Also 500 Mal warst du schon Schiedsrichter? Ja. Boah. Überall. Und ihr spielt mit was für die Karten spielst du da? Wir haben hauptsächlich mit Doppeldeutschen, ja. Doppeldeutschen, ja. Wenn du ein Stück rüber gehst nach Holm, dann spielst du nur Französisch. Ja? Was hat das für einen Grund? Ja, weil da haben die Karten besser können. Das ist interessant. Ja. Gleich wie jetzt Ort ein bisschen anderen Sprache hat. Ja. Und weißt du vielleicht jetzt ad hoc gefragt, irgendwelche Ausdrücke, die da gebraucht werden. Wenn einer einen 20er aussagt, gibt es da einen speziellen Ausdruck dafür, einen 40er oder was? Nein, eigentlich nicht. Eine Karte muss er auftreten nur. Auftreten, dass er was angesagt hat. Ja. Was ist, weiß ich nicht. Vergiss sie, bis fertig bist, nicht? Aber wirklich einen 40er? Ja, genau so. Nicht, dass er eine Karte hat und der andere hat eine. Ja, genau so. Das ist kein 40er, gell? Nein, das hat es ja schon gegeben. Ja. Dass man mit Buren Damen 20er aussagt, nicht? Ja. Ja, aber mein König soll es heute noch kein Bein drauf. Kennst du dich aus, gell? Naja, also ungefähr. Ich bin da nicht so professionell wie du. Aber hast du uns gemerkt, dass sehr viele Damen mitspielen? Ja. 50% Frauen. Das sind professionelle Spielerinnen, habe ich gehört. Und spielen sehr gut, ja. Gut. Okay. Passt. Danke. Pass auf, bevor die Damen jetzt gehen, frage ich einmal eine was. Spielst du oft mit? Ja. Ich gehe gern Preisschnaps. In was für einer Gegend? Bei Bad Gleichenberg. Ja. Und ich war beim Bulldog-Quiet und jetzt bin ich da. Und ich spiele beim Ertel und beim Birker oben habe ich mitgespielt. Und hast du schon mal gewonnen auch? Ja, eigentlich immer eine Kleinigkeit. Immer? Kerberl, ein kleines gewinne ich immer. Also, dafür Glück habe ich immer. Dann zahlt es sich aus. Ja, genau. Das fragen wir alles. Da gleich. Und du spielst auch sehr oft? Ja, jetzt, seit ich allein bin,
Was soll ich so machen? Also gehst du auch? Wie man sich unter die Leute kommen. Gehst du auch von Gasthaus zu Gasthaus dann, oder was? Nein, ich gehe mit meiner Freundin, weil ich bin immer beieinander nachher. Wenn wir Karten spielen, dann spiele ich immer, wenn meine Freundin spielt, spiele ich. Und jetzt der Hand aufs Herz. Schwindelst du manchmal? Kommt gar nicht in Frage, sowas. Entweder spielt man ehrlich oder hört man gleich. Also sind lauter ehrliche Spieler da. Ja, da schon. Und gewonnen auch schon? Vor ein paar Jahren habe ich einmal zweimal einen Preis gewonnen. Super. Ja, aber es geht ja mehr um die Unterhaltung. Ja. Ja. Gut. Das Wichtigste ist die Gaude. Du hast schon gespielt, gell? Ja. Hast du gewonnen oder verloren? Verloren. Ja, aber du hast die Chance weiter zu spielen. Ja, freilich. Ja. Ist auch nett. Hast du den nächsten Gegner schon gezogen? Nein. Nein, nichts noch. Wen wünschst du denn als Gegner? Das hängt ja noch der Nummer an, wo die kriegt. Ich bin 25 Jahre mein. Ja. Was hast du gesagt, was ist er schon? 25 Jahre mein Beitupfen. Ja? Und ihr geht zusammen Karten spielen? Ja, sicher. Der Hund gehört auch dazu? Der gehört auch dazu, ja. Der tut auch Karten spielen. Seit 25 Jahren ist das mein bester Freund. China. Und du hast gerade vorher gespielt? Habe ich gewonnen. Hast gewonnen? Also es geht weiter nach oben. Bergauf. Ja. Bergauf bin ich schneller. Da ist jeder schneller. Ja. Ja, Breischnapsen werden in verschiedenen Gasthäusern, vor allem Landgasthäusern, durchgeführt. Die Leute kommen von weit und breit, sind sehr begeistert. Schnapsen ist für ihn eine Abwechslung, eine gute Unterhaltung. Es wird heute circa um Mitternacht das zu Ende gehen da, aber da werden wir als Vulkan TV nicht mehr dabei sein.